Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Leider haben wir das letzte Mal bei einer 3-0-Führung dann trotzdem noch verloren. Es war, also ich denke mal, für den neutralen Zuschauer ein richtig geiles Spiel. Es ging so oft hin und her, bis ins Elfmeterschießen und da dann unglücklich rausgeflogen. Ich denke, im Elfmeterschießen wird einfach Glück, wer gewonnen oder verloren hatte. Wir haben beide gute Elfmeter geschossen und keiner hat verschossen, von daher. Ja, kann man nichts machen. Magner direkt im ersten Spiel 4 Scorerpunkte, das kann sich sehen lassen. Wenn er weiter so spielt, wenn er weiter solche Tore macht, dann, vor allem wenn er auch mit dem Kopf so gefährlich ist, dann wird er auf jeden Fall bleiben und besser als Volland sein, obwohl er so langsam ist. Überraschenderweise. Aber es gefällt mir dann umso besser. Ich mag das, wenn man solchen langsamen Spielern so gut spielen kann. Und da sehe ich gerade, wir haben ja den totalen, wir haben ja den Hoffenheim Inform Angriff. Guckt euch das an. Linkes Mittelfeld Hoffenheim, Stürmer mit Hoffenheim und rechtes Mittelfeld Hoffenheim. Wie geil ist das denn? Da könnte man ja fast denken, ich bin Hoffenheim-Fan. Sehr geil. Und jetzt machen wir noch Fährmann rein ins Tor. So. Da fällt mir gerade ein, Aubameyang, will ich Aubameyang jetzt. Ich glaube, ich werde Wagner erstmal noch 2, 3 Spiele testen, bis ich dann für mich entschlossen habe, ob ich ihn lasse oder nicht. Und dann in den letzteren Spielen bekommt man ja sowieso meistens bessere Gegner. Da nehme ich dann Aubameyang in den Sturm rein, würde ich sagen. Damit ich mich erstmal so ein klein wenig an Wagner gewöhnen kann. Und jetzt können wir eigentlich zur Kaiser Arman darf gehen, aber mir fällt gerade ein, ich guck immer mal, ob ich einen. Oh, was bekommen wir denn? Direkt zwei Sachen vor allem. Tagesaufgaben, einfach nur spielen. Ich spiele halt eine Partie. Bronzeverträge, was ist denn mit euren Scheißen? Ach, was ist denn mit den los? Überlegen die manchmal, wo die irgendwelche Belohnungen raushauen. Dann gebt doch einen einzigen, wenigstens einen Silbervertrag. Den kann man auch noch gut verwenden für Goldspieler. Da gibt's noch ein paar Spiele. Aber dann gebt halt einfach nur einen Silbervertrag raus, wenn ihr nicht wollt, dass man viel dadurch gewinnt. Aber diese Bronzeverträge sind doch so kacke. 800 Münzen, selbst 800 Münzen sind mir lieber als diese Bronzeverträge. Weil 800 Münzen ist schon ein Goldvertrag, was deutlich mehr ist. So, ich gucke immer mal, ob es einen preiswerten Mustachio mit dem Chemistry Style Anchor gibt, dann würde ich den nämlich gerne. Habe ich ihn falsch geschrieben? Musta? Hä? Mus. Ach, Musaccio. Wie kommt denn auf Mustachio? Musaccio. Ich gucke mal, ob es einen preiswerten mit Anchor gibt. Einfach, weil ich dafür nicht viel ausgeben möchte. Er aber halt viel geiler wäre. 3,9 ist mir einfach zu teuer. Also ich denke mal, 2,5 mehr will ich eigentlich ausgeben. Vielleicht 3.000 minimal, maximal. Ich gucke auch immer, ob es einen Preiswert mit Shadow gibt, aber eigentlich nur zum Handeln, weil Shadow. Wobei ich würde ihn auch mit Shadow spielen, wenn das sehr preiswert ist, aber optimal ist bei ihm eigentlich der Chemistry Style Anchor. So, und ehrlich gesagt, obwohl ich dieses 3-0 noch abgegeben habe, hat mir dieses Spiel trotzdem Mut gemacht. Ich habe gerade in der ersten Halbzeit richtig gut verteidigt. Das 1-3 war einfach Glück. Dann habe ich definitiv bei zwei Toren ja auch Fehler in der Abwehr gehabt. Klar, die wurden dann leider direkt bestraft. Ist ja auch nicht immer so, dass jeder Fehler direkt bestraft wird. Aber da konnte ich dann sagen, okay, es war ein Fehler. Und packen wir natürlich für Gonalons rein. Und dann war es halt einfach so, dass. Ah, tut gerade mein Rücken wieder ziemlich weh. Moment. Und dann. Sollen wir kurz gucken, ob das hier alles passt. Ja. Und dann war es halt einfach so, dass wir, ja, würde ich sagen, auch einfach Pech gehabt haben. Also würde ich schon sagen, dass mir das vor allem im Abschluss, im Angriff Mut machen sollte, das Ergebnis. Und aber auch die Abwehr, obwohl das halt total lächerlich klingt, bei einem 6-6, die Abwehr zu großen Teilen gepasst hat. Er hatte auch gute Spieler, die haben ja Abschlüsse gehabt, das war krass. So, was haben wir hier? Oh, das ist die erste Fünferkette, gegen die wir spielen. 5-2-2. Ne, 5-2-2-1, ja, passt schon. Die erste Fünferkette mit eher schwachem Team. Also sehr moderate Spieler, da haben wir sogar das bessere Team. Okay, Konzentration, Comicardi. Inform Wagner hat 4 Scorerpunkte gemacht in seinem ersten Spiel. Muss wieder ein bisschen nachhalten. Okay, ja, Icardi hat 8 Scorerpunkte in einem Spiel gemacht. Und war damit an allen 8 Toren beteiligt. Was krass ist, aber es war nicht das erste Spiel. Das heißt, Wagner kann ja auch noch 8 Scorerpunkte in einem Spiel machen, wobei das wahrscheinlich nie wieder passieren wird. Weil das ist ein Foul. Das ist sowas von ein Foul. Weil 8 Scorerpunkte in einem Spiel, erstmal 8 Tore überhaupt produzieren, ist schon sehr, sehr schwer.
wird wahrscheinlich so schnell nicht wieder passieren. Und dann halt, dass ein Spieler an allen beteiligt ist, ohne dass es in irgendeiner Form auch nur ansatzweise gewollt gewesen wäre, ist natürlich einfach nur gestört. So, hier haben wir ein bisschen Platz mit Felipe Anderson, aber nicht genügend. Das war geil getribbelt. Ich wollte eigentlich ins lange Eck schießen. Keine Ahnung, was da los war. Schade. Hat Nainggolan keinen guten Abschluss eigentlich schon, oder? Ist der Linksfuß? Nee, ne? Da war er doch schon, unser Mustachio. Schade. Haben wir nicht optimal getribbelt. Schön mitgelaufen mit Philippe. Haben wir ein bisschen Glück. Schön gesehen, dass er da den, was glaube ich, Vorlage Icardi, oder? Dass er da den Fehler in der Abwehrreihe hat, dann Gulam und den Außenverteidiger in den Lauf geschickt und dann auch nicht mal flach. Ich war mir nicht sicher, ob ich flach in die lange Ecke schießen will. Hat dann einfach normal geschossen und er macht ihn rein. Aber Gulam hat glaube ich auch einen ziemlich guten Abschluss als Außenverteidiger. Ich glaube, er hat auch die Info gekriegt, weil er in dem Spiel ein Tor geschossen hat. War, denke ich, auch nicht unhaltbar. Torhüter mit besseren Reflexen hält ihn, denke ich. Ein flacher Abschluss ins lange Eck wäre wahrscheinlich auch optimaler gewesen, aber es hat ja gereicht, glücklicherweise. Schwacher Pass. Wird gut abgefangen von Philippe. Schade, aber genauso war es geplant. Ich wollte ein bisschen nach links ziehen und dann zum Distanzschuss ansetzen. Ja. Man muss jetzt einfach versuchen, schnell zu schießen, weil da war noch zu viel los da hinten nach der Ecke. Das habe ich nicht ganz optimal gelöst gehabt. Da war zum Glück Gulam noch da. War auch kein guter Pass von ihm. Also keine gute Idee, dahin zu passen. Weil es halt einfach klar war, dass er komplett gedeckt ist. Fällt mir ein, ich spiele noch auf ausgeglichen. Gehen wir mal auf defensiv. Ach, ein bisschen Glück, kleines Lackertor, aber das vorher überhaupt gesehen zu haben, dass man Icardi da so schön anspielen kann, also das hat mir gefallen, dieses, der Blick quasi für Icardi, dass es dann Glück war zum 2-0, okay, aber der Blick zu Icardi, der war, oder der Blick für Icardi, der war geil. Schade, es kriegt mich auch, dass diese Wiederholungen, wir irgendwie in FIFA 18 fast nur noch den Schuss zeigen und nicht mehr, wie das Tor entstanden ist. Ganz selten, dass man mal eine gute Wiederholung hat. Und man halt auch das Wichtige, in dem Fall halt den Aufbau, den letzten Pass sieht. Mir fällt gerade auf, ich muss mal meine Heizung abdrehen, hier ist es ziemlich warm. Das geht gerade nicht. Oh, auch wieder total offensichtlicher Doppelpass, der eigentlich gedeckt war. Gulam ist da, Gulam macht ein hervorragendes Spiel. Ich schicke Nainggolan in den Lauf, ne? Und er macht's aber nicht. Wäre er in den Lauf gewesen, hätte ich nämlich schon eher spielen können. Und wäre der Pass auch geil angekommen. Okay. Verzweiflungsflanke, also das war nur eher suboptimal gespielt. Ja, dann scheinbar gar keinen Bock zu decken. Aus der Drehung raus. Ich dachte halt auch erst, er dreht sich erst und schießt dann, aber er hat direkt aus der Drehung geschossen.
Der Gegner hat Probleme, wie man merkt. Ist auf jeden Fall auch schlechter als der letzte Gegner. Ich glaube, der Gegner bricht auch eher ab. Vielleicht jetzt noch nicht. Gut, der andere hat jetzt auch noch nicht abgebrochen beim 3-0. Fuck, Mann, wenn ich dieses scheiß 3-0 nicht verloren hätte. Wieder 3-0, aber bei dem Gegner mache ich mir definitiv weniger Gedanken. Hat ein viel schlechteres Team und spielt auch deutlich schlechter als der andere bisher. Versucht auf jeden Fall viel über außen zu kommen, hat es aber bisher überhaupt nicht hinbekommen. Und dann rein zu flanken scheint auch so ein bisschen sein Ding zu sein. Gut geklärt für Lichtsteiner. Was war das denn? Vogelwild. Und es gibt eine Ecke, schade. So, ich drücke jetzt erstmal Pause, weil mir ist so warm, ich vergesse es sonst. Ich drehe erstmal die Heizung ab, Moment. Dadurch, dass mein Rücken kaputt ist, sitze ich auch irgendwie, ich ziehe mal mit Pullover aus, sitze ich auch irgendwie ganz anders da und lege meine Last viel mehr auf die Beine. Dadurch merke ich auch, dass meine Beine viel mehr belastet werden. Das heißt, wenn ich heute noch ein paar Spiele so mache, will mindestens 10 machen, am liebsten 15. Wenn ich ein paar Spiele noch so mache, noch ein paar Stunden, dann wird es halt einfach mal so sein, dass ich wahrscheinlich morgen dann Muskelkater habe, weil ich die ganze Zeit meine Beine und vor allem die Oberschenkel etc. anspannen, um die Last so ein bisschen von meinem Rücken zu nehmen. Und Aruma ist da. Der bekommt dann auf jeden Fall auch, also ich gucke dann logischerweise, wenn die Leihverträge von Donnarumma abgelaufen sind, dann gucke ich nochmal, was die besseren Torhüter kosten, aber ich glaube, es lohnt sich dann erst, einen Handanovic oder sowas zu kaufen. Das ist, glaube ich, ein 87er. Das Problem ist aber, Handanovic ist so teuer, dass es sich wahrscheinlich nicht lohnt, ich dann erstmal weiter Donnarumma spielen werde. Mit dem Chemistry Style Glove. Der kostet ja auch nichts. Es lohnt halt jetzt bloß nicht. Es lohnt jetzt bloß nicht, dem Chemistry Style schon dem Leihspieler zu geben, weil der wird ja eh dann irgendwann verkauft werden müssen. Schade. Ich denke, beim 4-0 bricht er ab. Wäre dann auch verständlich. Schön gesehen, schönes Auge für Philippe gehabt. Und dann einfach das Ding reingemacht. So, jetzt Fall um. Das macht er, glaube ich, immer nur, wenn mehrere hinterherlaufen. Und ich weiß nicht, woran es liegt so richtig, aber das Umfallen klappt leider viel zu selten. Ja, jetzt bricht er ab. Ich wusste es beim 4-0. Sehr schön. Erste Halbzeit auch noch. Wie genial wir eigentlich in beiden Spielen gespielt haben, weil im ersten haben wir auch auf den Tore geschossen, haben wir nur leider auch viele gefressen. So, zweimal Felipe Anderson, einmal Gulam, einmal Icardi, Vorlagen, oh mein Gott, Icardi hat natürlich wieder jede Vorlage gegeben zu dem Tor, was er nicht selber geschossen hat. Geil. Und das Schöne ist dann auch noch, er hat auch noch ein Tor gemacht, das heißt, er hat schon wieder in einer Halbzeit 4 Scorerpunkte produziert. Wer weiß, was passiert wäre, wenn das jetzt auch noch die zweite Halbzeit gewesen wäre, dann hätte er vielleicht schon wieder 8 Scorerpunkte gemacht. Okay, ich hab's gesagt zu Icardi, pass auf, Wagner im ersten Spiel 4 Scorerpunkte, was sagt sich Icardi? Scheiß drauf, dann mache ich halt in einer Halbzeit 4 Scorerpunkte und sorgt dafür, dass der Gegner abbricht. Okay, Icardi, okay, ich hab's gerafft, du bist der beste Stürmer, du bist der geilste. Aber finde ich auch gut, das will ich ja auch, dass in meinem Verein so ein bisschen der Druck quasi steigt, dass so ein bisschen Konkurrenzkampf entsteht, dass der Wagner sagt, ich will der geilste Stürmer sein. Und dann Icardi, nee, ich will der geilste Stürmer sein. Genauso muss es sein. Perfekt, so, Nainggolan haben wir jetzt noch ein Spiel, danach haben wir Higuain. Und Benatia bleibt auf jeden Fall. Wie lang bleibt der? Es gibt halt, wie gesagt, so geile Innenverteidiger in der Calcio A, dass es für mich schwer einzuschätzen ist, wie lange ich den jetzt noch spielen werde. So bekommt er 13 Spiele. 13 Spiele. Wir spielen immer im Wechsel. Das ist dann die komplette Weekend League quasi. Aber dann werden wir wahrscheinlich noch keinen neuen Innenverteidiger kaufen. Ich glaube, den können wir echt einen großen Golfvertrag geben.
Das sollte sich bei ihm lohnen. So, dann machen wir das nächste Spiel natürlich wieder mit unserer Bundesliga. Wagner will ja auch zeigen, was er kann. Also Wagner, du hast gesehen, deine 4 Scorerpunkte im ersten Spiel sind natürlich hervorragend, aber Icardi im Moment, wann jetzt, war irgendjemand noch nicht ganz fit? Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee, das war nur Fährmann, okay. Nee, Wagner fehlt. Ich wusste es, verdammt nochmal. Er hat immer noch 94, das heißt, wir können trotzdem ein Spiel mit ihm machen. Ich wusste da, dass ich irgendjemanden vergessen habe. So. Okay, Wagner, du hast gesehen. Icardi hat in einer Halbzeit 4 Scorerpunkte gemacht. Man muss dir natürlich zugute halten. Bei dir waren es 3 Tore und eine Vorlage. Bei Icardi waren es 3 Vorlagen, aber in einer Halbzeit, das ist trotzdem krass mit 4 Scorerpunkten, 3 Vorlagen, einem Tor. Deswegen, du sollst nachlegen, wenn du der geilste Stürmer sein willst. Also noch muss ich leider sagen, ist Icardi der geilste Stürmer, den ich bisher gespielt habe in FIFA 18, aber Wagner kann natürlich nachlegen. Oh mein Gott, was bekomme ich denn jetzt schon so ein krasses Überteam? Buffon, Higuain, mir fällt der Name von anderem Stürmer nicht ein. Dein Inform, Sharabi, Bonucci, Barzagli. Was ist denn das für ein. Also das Team ist schon wieder ultra teuer. So 500.000 würde ich sagen, 500.000 Minimum. Vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß nicht genau, wie teuer Buffon ist. Aber jetzt konzentrieren. Wir haben auch kein schlechtes Team. Aber ich denke, unser Team sieht vor allem viel teurer aus, als es ist durch die ganzen Informs, weil das waren ja echt preiswerte Informs. Wagner, Zuber, Grammarisch, das sind ja eigentlich fast schon Abschlussinforms. Schade. Oh, das war schlecht. Das war richtig schlecht oben. Oh, getunnelt auch noch. Ah, jetzt haben wir wieder ein bisschen. Schön gemacht von Lars. Na, wir sind auf Du logischerweise. Ich kann ihn auch duzen. Ist auch lustig, dass bei Lars und Sven halt die Anfangsbuchstaben immer mit reinstehen. Und bei den anderen Spielern nicht. Da sind immer nur die Nachnamen oder eventuell auch der Spitzname. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Schöner Schuss. Schade. Ach Mann. Schön gemacht mit Ginter. Haben wir ein bisschen Glück. Schöner Stellungsfehler. Oh, Wagner, dieses Biest. Ich wusste, dass dein Kopfballmonster ist. So geil. Und dabei auch ein Abschlussmonster. Vielleicht sollte ich doch mal meinen Zugic testen. Kleiner Spaß. Icardi ist natürlich geil. Wie gesagt, ich will eigentlich auch nicht primär ein Kopfballspiel aufbauen, weil da müsste man halt auch LMRM drauf abstimmen, dass die halt wirklich sehr flankenstark sind. Und das habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Deswegen, wenn es halt so passt, dass Wagner einfach so ein Biest ist und dann halt auch die Kopfballstärke mitbringt, dann nehme ich die natürlich und versuche die auch mit einzusetzen, aber auch wieder schöner Stellungsfehler. Schade. Aber ich werde nicht mein Team darauf auslegen. Das habe ich bei FIFA 13, wie gesagt, zum Beispiel gemacht. Schade. Oh, den hat man quasi. Ja, jetzt haben wir ihn. Aufpassen, dass wir hier keine sinnlos einfachen Ballverluste in der eigenen Halbzeit, in der eigenen Hälfte und am besten noch am Strafraum kassieren. Schade, jetzt wollte ich mal einen aufbrennen mit Kramaric. Hat er einen guten Distanzschuss?
Oh, zum Glück abseits, zum Glück abseits. Da stand was so gut, es wäre ein schönes Lagertor geworden. Aber ein bisschen zu spät antizipiert. Aber der Gegner ist auf jeden Fall besser als der letzte. Das wird ein schwieriges Spiel. Wobei er. Oh, fuck. Vor allem im Angriff macht er mir wirklich Angst mit seinem Higuain. Aber er hat. Schon leichte Stellungsfehler gehabt beim Doppelpass über außen. Leider konnten wir es bisher noch nicht ausnutzen. Schade. Ich wollte schon sagen, hat er gerade die Ballkontrolle verloren, dann wird er eigentlich ein schlechter Schuss. Ja, also sein Angriff macht mir Angst und deswegen. Also ich brauche ja ganz schnell ganz viele Tore, wenn ich ehrlich bin. Weil er ist im Angriff bisher relativ gut, hat halt auch einfach super gute Spieler im Angriff. Wie gesagt, Higuain, da was soll man da noch sagen? Deswegen habe ich da echt ein bisschen Angst, weil es wird hier. Ich werde auf keinen Fall zu Null spielen. Ja, das war zu spät. Halt auch wieder mit zwei Stürmern. Das ist einfach sehr schwer zu verteidigen in FIFA 18. Und ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Er hat so einen guten Sturm. Natürlich leicht lucky das Tor. Also quasi durch permanent durchgefühlt. War jetzt nicht wirklich krass rausgespielt. Und dann hat er halt auch einfach die Pace. Ich hätte vielleicht auch defensiv anfangen sollen. Na, vorbei ins kurze Eck. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Und es wird auch schwer werden gegen den Spieler. Also klar, es ist immer drin, in FIFA 18 hier das Spiel noch zu drehen, aber es wird schwer gegen ihn. Weil ich muss jetzt ganz schnell den Ausgleich machen, weil, wie gesagt, er ist so angriffsstark mit seinem Team, dass er auch relativ schnell dann das 2-0 hinterherlegen kann. Das war einfach mal ein miserabler Pass. Oh, mein Gott. Weiß ich, warum er den so beschissen ausspielt. Waren wir eigentlich dran? Müsste abseits gewesen sein. Schön den Ball protected. Och Mann! Und dann hat er es irgendwie geschafft, mich dann doch wegzudrücken, obwohl Kramaric, wie gesagt, körperlich sehr stark ist. Oh, super schwach von mir gespielt. Von ihm aber jetzt zum Glück auch. Kramaric in den Lauf geschickt, da macht's nicht. Scheiße! Mist. Diese letzte Situation gefällt mir gar nicht. Die habe ich nicht gut ausgespielt. Komm jetzt, wir drehen das Spiel jetzt und gewinnen. Och Mann, ich dachte, das wird so eine Situation, wo er einfach reingehen soll irgendwann. Aber war es leider nicht. Er hat ja wieder mit Buffon auch ein Mega-Torhüter. So, Wagner, hast noch keinen Tor nach einer Ecke gemacht. Das wird auch dieses Mal nichts. Oh Gott. Aber ein bisschen zu straff.
Oh, der Pass war gar nicht so schlecht, ein Tick zu weit. Hab massiv die falschen Spieler bekommen. Oh, zum Glück. Es war nicht gut verteidigt, aber es lag daran, dass ich wieder zu oft den falschen Gegner, den falschen Einspielpartner bekommen habe. Also den falschen Spieler gesteuert habe. Zu spät gepasst. Wie halt sich keiner von mir da anbietet. Geil. Das hat ein bisschen Glück, meiner Meinung nach. Schade. Sollte der Ball nicht hin? Komm, sehr gut. Abseits gewesen. Ich wollte eigentlich noch einen Schritt gehen mit Arangis, bevor ich dann schieß. Ah, ich spieß gerade auch nicht immer gut aus, finde ich. Den Ball hat man jetzt zweimal und bleibt nicht im Ballbesitz. Hier haben wir mal Glück. Ah, spielt echt eine gute Mischung zwischen aggressiven Draufgehen und Zustellen. Das war auch schon wieder scheiße, dass ich den Ball hier verliere. Stehen wir dafür aber in der Abwehr ganz gut. Scheiße, war eigentlich eine gute Idee. Dribbelt auch gut. Oh, er war zuletzt dran. Okay, ich gehe mal auf sehr offensiv. Schade, wir haben nur diese eine Chance zugelassen. Ne, zwei, oder? Zwei Chancen. Ne, eine Chance. Und da macht er halt leider auch das Tor ins kurze Eck. Komm, hier wenigstens noch den Ausgleich. Das kann nicht so schwer sein. Fällt mir ein, ich hätte mal Lemar einwechseln können. Ich mach's nicht jetzt trotzdem noch. Och, so ein Idiot. So ein Idiot, der Schiri. Meine Fresse. Richtig dumm von mir rausgespielt. Und das Gegentor ist meine Schuld. Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, das Gegentor ist die Schuld. Das weckt ja auch den Mann nicht mehr ein. Das Gegentor ist die Schuld vom Schiri, weil er mir den einen Angriff kaputt macht. Natürlich habe ich dann trotzdem falsch gespielt in der Abwehr. Aber ohne den Schiri wäre das gar nicht passiert, dass ich da in die Bredouille gerade quasi. Schade, dass wir gegen den verlieren. Da war definitiv mehr drin. Hätte man, denke ich, nicht verlieren müssen. Aber wie gesagt, war jetzt auch nicht so. Ich würde sagen, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Also ein Unentschieden wäre gerechtfertigt gewesen. Es war jetzt nicht so, dass ich der bessere Spieler war. Das definitiv nicht. Und halt auch das viel krassere Team, den viel krasseren Angriff. Und
Naja, und jetzt ist das Ding durch. Logischerweise war es auch schon beim 2-0 durch, aber ärgerlich. Das ist jetzt auch auf jeden Fall viel zu hoch, dieses Ergebnis. Und wie gesagt, ein Unentschieden wäre ja auf jeden Fall verdienter gewesen. Ach ja, wo bleiben eigentlich die Scorerpunkte von Wagner, fällt mir gerade so ein. Hm? Ich meine, dann kann ich in jedem Spiel ein Tor schießen, aber schwach. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also er bekommt noch mindestens zwei Spiele, würde ich sagen. Hat ja auch im ersten Spiel sehr überzeugt. Er ist halt wirklich träger am Ball, das merkt man. Dieser scheiß Mertens mit seiner Pace, ey. Was ist, war der Ball gespielt? Oh mein Gott. Willst du mit dem Fährmann ins Dribbling gehen? Schade, haben wir jetzt hier zwei Folgen. Nee, wir haben als erstes Spiel mehr gewonnen, also doch nicht zwei Spiele in Folge verloren. Aber es. Ja, ist trotzdem kein Beginn, wie ich ihn mir vorstelle. Das erste Spiel 3-0 geführt und nicht gewonnen. Das hätten wir gewinnen müssen. Das Spiel hier wäre ein Unentschieden gerechter gewesen. Das 2-0 muss ich mir leider trotzdem mit angreifen, auch wenn das Tor in erster Linie durch einen Schiri-Fehler eingeleitet wird. Hätte dann trotzdem weiter optimal spielen müssen in der Verteidigung, logisch. Und von daher kein wirklich super guter Einstand, aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich spiele besser als in der letzten Weekend League, das ist doch schon mal wichtig. Und ja, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Parks ist bis zum nächsten Mal und ich bin enttäuscht, Wagner, ich dachte, du willst bester Stürmer werden. So nicht. In diesem Sinne, tschüss.